Ich hab was gegen Porsche Unfall gemacht. Ich komme mit so einem Controller-Stick gar nicht klar, ne? Mein Fahrrad auf einer Autobahn draufgefahren bin, weil ich Erdbeeren pflücken wollte. Oh, Junge, da hat sie... Warum lachst du, Digga? Weil du kommst mir schon wieder zu nah. Warum zu nah? Wir sitzen ja einfach nebeneinander. Nee, mag ich nicht. Und damit herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Ihr seht es bereits im Titel, Sandra macht den Führerschein. Das macht sie allerdings nicht in echt. Obwohl, machst du doch, aber schon seit drei Jahren. Mutter, Grüße gehen raus, dass du jedes Mal 500 Euro Standgebühr wieder neu für mich zahlst. Sandra macht auf jeden Fall wirklich in real life seit 3 Jahren oder so schon ihren Führerschein. Kommt da irgendwie nicht so richtig voran. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen das heute mal zusammen an. Und spielen gemeinsam den Driving School Simulator. So, Sandra, zunächst einmal kannst du dir hier ein Fahrzeug auswählen. Wir können uns nur den nehmen. Ja? Aber der ist cool, ist BMW. Boah, ich wollte aber lieber AMG. Wir können auch Busführerschein machen. LKW! Okay, aber wir machen erstmal Auto, also wir können ja vielleicht noch mehrere Videos hier machen. Wollen wir eine Tagfahrt machen oder eine Nachtfahrt oder eine Überlandfahrt? Eine Überlandfahrt bei der Nacht oder Autobahn? Autobahn möchte ich noch nicht. Okay, machen wir erstmal Tagfahrt? Tagfahrt, ja. Ja, los geht's. Ach so. 12 seconds later. Mach erstmal Licht an, bevor du irgendwas machst. Digga, der... Nein, das ist auch nicht Licht. Gescheitert schon? Ich kann mal den Stoß schnell scheitern. Digga, das war... Oh, Mann. So, Digga, ich klicke jetzt einfach mal auf Neustart. Wir überspringen das Ganze jetzt. So, okay. Sandra, als allererstes, sag mir doch mal, wo die Hupe ist. Sehr gut. Sehr gut. Stopp. Falls die Bitches vorbeikommen. Stopp. Jetzt, Sandra, zeig mir doch mal, dass du das normale Licht anmachst. Das ist der linke Blinker. Also, dann ist das der rechte, ne? Ja, ich brauche aber Licht. Das ist Fernlicht, genau. Oh, und wir brauchen normales Tagfahrlicht. 3 Wochen später. Das? Nee. Das? Nee. Das? Das, ja. Ich würde sagen, genau, jetzt gib mal Gas, aber jetzt annehmen, was heißt das Schild da? Ich darf nicht fahren. Das, natürlich darfst du fahren. Vorfahrt gewähren. Richtig, genau. Du musst warten, bis einer kommt oder den dann vorbeilassen. Aber genau, hier kannst du langfahren. Jetzt, hier darfst du nicht halten. Weil hier ist ein Bus. 30er-Zone. Wir fahren 23 km/h. Sehr gut, jetzt 50. Jetzt musst du hochbeschleunigen, weil man soll ja auch nicht zu langsam fahren und den Verkehr aufhalten. Du bist zu schnell. Sandra, du bist da gegen Verkehr. Das hat keiner gesehen, Sandra, fahr einfach weiter. Ich finde es ehrlich gesagt sehr geil. Das Spiel kostet 2,99 €. Die Steuerung ist hardcore beschissen. Aber das Automodeling, also der BMW hier, ist sehr gut gelungen. Du fährst auf der falschen Straßenseite. Ich bin gestresst. Das Schild heißt, dass gleich eine Ampel kommt. Die sehen wir da vorne schon. Ich brauch Stopp! Sehr gut. Naja, ich habe nicht richtig Stopp gedrückt, aber fast. Normalerweise steht man auf der Straße und nicht neben der Straße. Solange ich noch keinen Führerstab habe, bin ich immer noch Gehwegfahrer. Kann es sein, dass du dumm bist? Und was machst du da gerade? Ich wollte richtig schön flexen. Mann. Ah, ich habe was gegen Porsche Unfall gemacht. Das ist kein Porsche. Check ich schnell mal ganz schnell ab. Grüne Ampel sagt, let's go, dann machen wir mal weiter. Ja, okay, also weiter geht's, Sandra. Hier ist ganz vorsichtig, weil hier ist es einerseits so, dass du hier langsam drüber fahren musst. Da ist ein Zebrastreifen, genau die Person vorbeigelassen. Und jetzt 30 km/h über das Ding drüber fahren und jetzt wieder auf 50 hoch. Schnell die grüne Ampel noch mitnehmen. Schnell die grüne Ampel mitnehmen. 58 bis 60, die ist gelb und... Oh. Aber du hast angehalten. Zum Glück hat mich dieses Gerät gestopft, Alter. Ja. Wenn du dir irgendwann ein Auto leisten kannst, ich wäre der Erste, der sagt, du bist schon wieder gescheitert. Selbst wenn du sagst, komm, du lädst uns ein und wir müssen da 5 Stunden hinfahren, ich sage, ich fahre mit Fahrrad. Safe, Alter, geile Mucke, Alter. Zigarette links, Bierflasche rechts. Und mit welcher Hand bist du am Lenkrad? Mit meinen Fußnägeln. Langsam check ich, warum du seit 3 Jahren deinen Führerschein machst. Also Sandra, ich gebe dir noch einen letzten Versuch auf dieser Map hier mit diesem Auto und bei Tag etc. pp. Also erstmal Licht anmachen. Ah. Sicherheitsgurt erstmal. Sicherheitsgurt. Sicherheitsgurt an. So Sandra, du fährst jetzt gerade 55 km/h. Es ist ein bisschen zu viel, genau so ist gut. Das ist ein Baum. Aber das ist... Gescheitert. Schon gescheitert schon wieder? Ja. So, Sandra, zweites Level mehr oder weniger. Also wir machen jetzt mal eine Nachtfahrt. Das heißt, als allererstes, was macht man? Licht an. Richtig. Nicht Fernlicht. Das Licht, genau. Fährst du mal los. Genau, Sicherheitsgurt. Du hast schon wieder den Blinker, aber der ist gut, weil wir fahren jetzt eh nach vorne und dann links. Luca, ich habe davor nie geblinkt, wenn ich links und rechts abgebogen ist. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Das stimmt.
Sandra, wir sind seit ein paar Metern in den... Wie kannst du überhaupt 50 Erfahrungspunkte schon gesagt? Ach, das ist wegen, weil du dir den Sicherheitsgurt angelegt hast. So, Sandra, jetzt hier links abbiegen. Links, genau. Ja, fahr mal. Rechts. Genau. Boah, du hast immer noch, du hast schon wieder einen Unfall gebaut. Ich sehe hier gar nichts. Dann mach dein Fernlicht nix an. Ja, gut, okay. Also wir sind auf jeden Fall weiter hier auf der Dings. Du hast 100 Experience bekommen, weil du über grün gefahren bist. Du bist allerdings ein bisschen zu schnell. Du fährst gerade 60, Sandra, bremsen. Wo ist denn die Bremse? Du hast mir nicht erklärt, wo du bremst. Du bist gescheitert. Schon wieder? Wollen wir mal auf Karriere scheißen und einfach freie Fahrt machen? Ja, bitte. Weil ich glaube, Karriere mit dir ist Fremdwort. Das ist ein bisschen mehr Großstadt gerade. Da ist ein Ford Focus, also versuch doch mal dem orangenen Auto da hinterher zu fahren. Ein paar Sekunden später. Ich komme mit so einem Controller-Stick gar nicht klar, ne? Weil ich zock privat ja nie, ne? Von mir für dich als Aufgabe einfach hinter dem orangenen Auto die ganze Zeit. Auto fahren könntest. Wir überholen ihn jetzt, Alter. Rechte Spur, Mann. Du sollst hinter ihm bleiben, habe ich gesagt. Das juckt mich ein Furz, Alter. Wir machen jetzt erstmal hier. Digga, was machst du? Das ist voll die krasse. Ich wollte schon immer schon so durch Deutschland flexen, Alter. Komm, gib mir mal, Digga. Ich zeig dir jetzt, wie man fährt. Also zuallererst würde ich mal den Blinker ausmachen und ich würde trotzdem Licht anmachen, ja auch am Tag. Das heißt, ich fahre jetzt hier lang. So, 40 km/h ist okay. Hier ist 50. Das heißt, ich fahre jetzt hier so ein bisschen. Ist gut, ne? Ja, warum kannst du so gut kontrollieren? Guck mal, Digga. Das sieht richtig schön aus. So, Blinker hier. Deswegen fahre ich jetzt nach rechts. Man darf eigentlich nicht von rechts überholen, aber wir wollen ein bisschen schneller fahren. Ampel wird gelb. Das heißt, ich bremse schon mal langsam. Fahren wir nach vorne neben den Audi. Und warten. Man merkt, du hast einen Führerschein. So, die Ampel ist grün geworden, das heißt, ich biege jetzt langsam rechts ab. Schulterblick habe ich ja gerade schon gemacht, also da kommt auf jeden Fall keiner. Ja, jetzt fahren wir hier lang. Genau. Deine das Rolle. Da konnte ich nichts für! Die Scheiße hat gehakt, das hast du gesehen, Digga. Bei mir war es so schön, als ich gefahren bin. Pass auf, da rechts steht ein Porsche. Okay, du fährst jetzt. Warte, wir parken jetzt mal ein. Park mal hier Nein, links. Nein, das möchte ich nicht. Sandra wäre so eine, wenn die einen dann mitnimmt und dann sagt so, ich muss hier raus. Also so, nein, will ich nicht. Bah, Flex, Hauptsache, Alter. Du fährst genau in den Porsche. Ja, nur weil du Porsches magst. Ich mag aber nur AMGs. AMG würde ich nie was tun, aber Porsche, Alter. Demnächst auf Straße, Junge, dein Porsche ist der erste, der weggeflext wird, Alter. Mit meinem Renault Clio, Alter. Sandra, es bringt nichts, wenn du so machst. Sie spielt die ganze Zeit so, Digga. Es bringt nicht. Also, jetzt habe ich endlich mal die Lenkricht. Und jetzt mit voll 100 km/h gegen den Porsche. Digga, warum bist du so? Hätte ich Eier? Ich schwöre, ich hätte Eier flattern, Alter. Autobahn, direkt Alter. Direkt in die Bande gefahren. Digga, warum fährst du denn schon wieder in die Bande? Weil ich mit diesem Joystick zum 100. Mal nicht umgehen kann. Also, meine lieben Freunde, ihr seht schon, wir sind jetzt auf Map 5 von den 5 Maps, die wir haben. Bisher haben wir nur Map 1 und 2 gespielt. Gerade befinden wir uns auf der Autobahn wieder mit unserem BMW und Sandra fährt jetzt einfach mal. Ich sage, du schaffst 7 Sekunden ohne Unfall. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Sache ist allerdings, du wärst trotzdem bei mir durchgefallen, weil du gerade mit 30 km/h über die Autobahn gefahren bist und dann muss man mindestens 80 fahren. Echt? Das steht bei meiner Theorie. Ihr habt nicht so. Weil ich mache auch immer nach so. Okay. Dann du bist jetzt Falschfahrer. Das ist mir egal. Digga, ich war, wusstet ihr, dass ich mal mit meinem Fahrrad auf eine Autobahn draufgefahren bin, weil ich Erdbeer pflücken wollte? Oh, Junge, du hast ihn! Und der erste Unfall! So, Sandra, wir schauen uns jetzt nochmal die 4. der 5 Maps an. Ich glaube, das sieht so aus wie ein Hangar. Oder wie ein Industriegebiet zumindest. Die Sache, solche Straßen stressen mich übelst, Alter. Da gibt's, ich verstehe auch nicht. Da ist so, man muss mal auf die Umgebung gucken, ob da paar Typen und so sind. Weil die sind jetzt gerade arbeiten und dann muss ich da mit meinem AMG vorbeifahren, dann gucken die alle. Das ist ein BMW. In meinen Träumen ist alles AMG. Wir machen jetzt Race gegen den, Digga. Wir gewinnen das. Ich verstehe nicht, warum du die ganze Zeit lenkst. Wir gewinnen das. Fahr doch einfach geradeaus. Luca, ich wollte gegen den gewinnen. Ey, warte, die Map ist auch nichts für dich. Ich gebe dir jetzt nochmal die letzte Map, die wir haben. Also sind wir doch gleich in Österreich gelandet. Ja, okay. Wir sind jetzt hier mit Sandra in Österreich. Das heißt, du fährst jetzt einfach... Guck mal, die Straße ist komplett leer. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit lenken. Du fährst jetzt einfach erstmal geradeaus. Ja, schon Hand am Steuer. Ah. Digga, und jetzt... Ey. Stoppschild übersehen, 90. Aber egal, wenigstens kann man jetzt flexen mit 90 km/h. Boah. Boah. Da fahren ja nur weiße Autos dran. Was? Lass mich da durch, Junge. Ich will driften mit dir. Weißt du, man braucht gar keine Straße. Man kann auch auf dem Feld weiterfahren. In der Tat. Geh mal im Wald noch ein paar Pilze pflücken und so, ne? Pilze pflücken? In diesem Wald da? Dann chillen wir mal kurz hier mit Goethe-Statue. Mit Goethe-Statue? Es
ist hier schon wieder eine reinste Katastrophe, ne? So nice, wie du dich da noch immer so rumdrehst, weil du denkst, du fährst jetzt eine Kurve. Digga, wo bist du überhaupt? Oh mein Gott, Sandra, du warst noch nie so lang... Ich war noch nie so lang ohne Unfall, ne? Ja, aber dann bist du gerade gegen den Berg gefahren. Jetzt hier einfach geradeaus. Digga, wir können es schaffen. Wir können schaffen. 100 Kammer. Oh mein Gott! Der 100 Kammer! Das Baum! Ja. Wenn ich mit 100 km im echten Leben gegen einen Baum düse, dann schaffe ich es nicht, oder? Wird eng. Ja. Gratulierst du mir? Ich gratuliere dir zu nicht bestandenen Fahrprüfungen. Ich habe 100%ig bestanden, weil ich habe die 100 km/h-Quote geknackt. Darauf kommt es an im Leben. Leute. Also deiner Meinung nach schafft man den Führerschein, wenn man schafft, 100 km/h zu fahren. Genau. Okay, mit der Aussage würde ich sagen, beenden wir das heutige Video. Wenn ihr wollt, dass Sandra und ich nochmal irgendwie einen normalen Fahrschultest machen, vielleicht mit Fragen oder irgendwie so, oder vielleicht auch echt mal zusammen auf dem Übungsplatz gehen. Vielleicht darf ich ja mal mit Lukas Porsche fahren. Auf keinen Fall. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und mein, tschüss!